Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ReRabbit und endlich gibt's mal wieder preiswertes GoPro-Zubehör, denn danach werde ich sehr oft gefragt. Das Ganze befindet sich noch hier in der Verpackung, sind 28 Teile. Wie viel das Ganze kostet und wie es verarbeitet ist, erfahrt ihr natürlich gleich in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Name des Herstellers ist Erling Palf. Ich glaube, ich spreche das jedes Mal falsch aus. Egal, ist auch ein komischer Name. Für 26,99 Euro bekommt ihr jedoch 28 GoPro-Zubehörteile. Das Ganze ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wie unschwer zu erkennen, kommt das Ganze von Amazon. Da ich mein Instagram-Profil pushen möchte, werde ich genau dieses Set dort verlosen. Also abonniert mich fleißig unter diesem Benutzernamen. In den nächsten 1-2 Wochen wird ein Bild kommen mit diesem Set. Und dann wird da auch stehen, wie ihr teilnehmen könnt. Auf jeden Fall müsst ihr Abonnent des Profils sein. Also abonniert fleißig. Ich würde mich über jede Unterstützung freuen. Und jetzt legen wir einfach mal los mit dem Auspacken oder dem Unboxing dieses Sets. Die Bewertungen waren sehr gemischt. Einige schreiben, oh, billige Verarbeitung. Andere schreiben, geil, so viel Zubehör für so wenig Geld. Und das muss man eigentlich auch immer bedenken, wie wenig man dafür bezahlt hat eigentlich. Okay, wie ihr seht, ist das Ganze noch verpackt. Schneiden mal ein bisschen auf. Amazon hat ein neues Klebeband. Das war immer neutral, jetzt ist es so ein bisschen schwarz gehalten. Ja, okay, ich weiß, man darf nicht auf sich zuschneiden mit dem Messer. Aber wir öffnen das Ganze mal. So. Braucht man nicht. Dieses Set ist ohne Tasche, das hätte natürlich den Preis nochmal hochgetrieben. Ist jetzt in so einem Säckchen hier verpackt, wie ihr das sehen könnt. Tun mal den restlichen Karton zur Seite und fangen einfach mal an mit dem Durchgehen des Zubehörs. Das ist zumindest hier noch so ein bisschen geschlossen, also so eine Tüte, die man wiederverwenden kann. So, die hat auch wieder kaputt gegangen ist. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich schütte mal alles hier raus und guck mal, wie viel das ist. Das stinkt schon nach Chemie, nach China-Fabrik. Ich mache jetzt einen kleinen Cut, damit es ein wenig Struktur gibt und wir das Ganze besser durchgehen können. Gesagt, getan, das komplette Zubehör liegt jetzt hier auf meinem Tisch und wir werden zu allerletzt dann hier diese Tüten nochmal aufmachen, denn da liegt noch weiteres Zeugs drin. Und wir fangen einfach mal rechts an mit diesem Selfie-Stick. Und Leute, ich kann wieder sagen, das Zeug ist genauso wie die anderen Zubehörsets, die es auf Amazon gibt. Es ist nur ein anderer Name. Zum Beispiel das Niva-Set, was ich vorgestellt hatte, hatte exakt die gleichen Teile. Ich habe sie eben mal angeschaut. Ich selbst benutze ein Set, was ich seit 1,5 Jahren habe und es hat auch die gleichen Teile. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Selfie-Stick sind, kann ich das Gleiche sagen wie damals auch schon. Das Teil funktioniert zwar, aber ist sehr instabil. Also das ist fast eine Beleidigung und kein Selfie-Stick. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was so schlecht verarbeitet ist. Also es tut seinen Job, aber es sieht nicht gut aus und es wirkt auch nicht stabil und ich denke, dass es auch nicht lange halten wird, denn ich hatte meinen sofort ausgesucht und in die Ecke geschmissen und nicht mehr verwendet und mir einen richtigen zugelegt. Also so viel dazu. Dieses Saugnapf-Stativ hier sieht, wie schon erwähnt, sehr mager aus, aber Leute, ich habe ein Testvideo damals gemacht. Ich bin damit auf meinem Autodach gefahren, hatte auch meine GoPro drauf und keine Sorge, es hält wirklich einiges aus und ihr könnt ja mit ruhigem Gewissen eure Actioncam da drauf montieren und dann auch mal fahren. Also das hält schon einiges aus, auch wenn es natürlich stabilere und bessere gibt. Aber hier sieht man, ja, irgendwo muss das Geld ja gespart werden. Dieses lustige gelbe Teil ist gar nicht mal so sinnlos. Und zwar jetzt im Sommer, wenn ihr in den Urlaub fahrt, vielleicht ans Meer, an einen See. Ich werde wahrscheinlich an den Gardasee fahren in den nächsten Wochen. Werde da auch versuchen zu vloggen, also seid gespannt. Wenn ihr mit der GoPro unter Wasser am Filmen seid und tauchen möchtet oder sonstiges, dann könnt ihr das Teil verwenden. Erstens mit der Schlaufe hier dran, dann bleibt das Ganze schon mal am Handgelenk, aber wenn ihr dann die Kamera fallen lasst, dann bleibt sie an der Oberfläche schwimmen und ja, ihr werdet sie sofort sehen, denn dieses Gelb fällt natürlich im Wasser auf und wir testen jetzt einfach mal, wie gut die GoPro, die ich hier bereitgelegt habe, meine Hero 4 ist das in diesem Fall, in dieses Klicksystem, wenn ich das Ganze immer reinslidet oder reinklickt und ihr seht das, die Spaltmasse sind vollkommen in Ordnung, ja,
das lässt sich sehen. Ich kann auch die Schraube direkt festmachen, nur mal um zu zeigen, ja, das ist billig, scheiß aus China, aber es passt und es erfüllt auch seinen Sinn. Also glaubt mir wirklich, ich verwende das Zeug schon sehr lange. So sieht das Ganze aus. Und jetzt werden auch viele fragen, passt das denn auch für meine anderen Kameras? Das Ganze passt auf eure SJ Cam 4000, SJ Cam 5000 und mit einem Adapter sogar auch auf eure Xiaomi, und das beweise ich euch jetzt. Hier ist diese Kamera nochmal hier in die Detailcam gehalten. Mit diesem kleinen Adapter, den ich übrigens auch extra mal verlinken werde, weil ich wirklich sehr oft danach gefragt werde, könnt ihr dann das komplette Zubehör auch verwenden. Und siehe da, zack, das passt auch problemlos. Hier wird dann die Schraube reinkommen, wie eben schon erwähnt. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht bei jedem Zubehörteil machen, aber bei dem hier kann man es am besten demonstrieren. Und zack, ist die Xiaomi auch für das Ganze geeignet. Sorry Leute, dass ich so am Schwitzen bin, es ist einfach so warm hier und auch die Videoleuchten wärmen richtig auf. Selbst meine Detailcam, die Samsung NX500, hat sich eben ausgeschaltet, weil sie zu heiß geworden ist. Wir machen weiter und hier ein Zubehörteil, was in den anderen Zubehörteilen, die ich bisher gezeigt habe, noch nicht dabei war. Und zwar ein kleiner Mini-Gorilla-Pot. So sieht das Ganze aus. Schaut mal, ist jetzt komplett aus Plastik, macht auch einen sehr dünnen und mageren Eindruck, näht es gut durch und es scheint zu halten. Und viele werden sich jetzt fragen, hä, da ist doch so ein Gewinde, wie man es von einer normalen Kamera her kennt. Ja, keine Sorge, hier liegt noch ein Adapter bei. Erstens, ihr könntet ja zum Beispiel hier die Xiaomi ohne Adapter verwenden, denn hier ist ja auch so ein normales Gewinde dran. Aber das andere Adapterstück, was beiliegt, ist dann ein Gewinde auf GoPro-Mount und das funktioniert dann. Mal schauen, was das hier ist. Mal aufgemacht. Das scheint wohl fürs Handgelenk zu sein oder einen Fahrradhelm ist auch möglich. Das wird dann einfach drum gemacht, zack, mit Klett zugeschlossen. Und dann lässt sich das Ganze auch um 360 Grad drehen. Hier sind so kleine Knöpfe, die das Ganze sperren und entsperren. Ihr seht es, frei drehbar. Zack, gesperrt und dann sitzt das Ganze. Das hier ist eine Klammer, die finde ich persönlich sehr cool. Habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung. Hatte auch noch kein Set, was ich bisher gezeigt habe. Vor allem nicht in dieser Qualität, denn ich finde, das Ganze wirkt sehr gut verarbeitet. Ihr könnt dann hier eure GoPro dran machen und dann zum Beispiel, wenn ihr einen Rucksack anhabt, hier so klack dran geklippt. Ja, im T-Shirt wird es jetzt schwer gehen, das wird eher hängen. Aber vielleicht einem Autogurt, wenn ihr am Fahren seid oder sonstiges. Und das hat wirklich Druck. Dampf, also, boah, wenn das jetzt mal nicht laut war. Als nächstes haben wir einen Kopfgurt und ich habe vor 1,5 Jahren ein Set gekauft, wo genau das gleiche beilag. Und ich muss sagen, das verwende ich immer noch sehr oft, wenn ich zum Beispiel so First-Person-Aufnahmen von der Drohne beim Fliegen machen möchte oder sonstiges. Und auf der Innenseite ist so ein Silikonstreifen. Dieser soll ein bisschen mehr Grip auf den Kopf bieten. Und ich muss sagen, dass auch die Nähte sehr gut verarbeitet sind. Hier ist es ja zum Beispiel zusammengenäht, wenn ich festziehe, es hält. Natürlich ist das Plastik etwas billiger, günstiger als das der teuren GoPro-Sachen. Aber Leute, für das Geld kann man das, glaube ich, in Kauf nehmen, wenn da einfach mal irgendwo was abgebrochen ist oder abbricht. Man kann keine hohe Qualität erwarten. Und wenn wir schon bei irgendwelchen Kopfgurten sind, gehen wir doch mal zum nächsten Gurt über. Und das Ganze ist, nehme ich mal an, ein Brustgurt. Verwende ich auch sehr oft. So sieht das Ganze aus. Das werdet ihr dann einfach wie so ein Hosenträger anziehen können. Natürlich mit so einer Bauchschnalle und so weiter. Die GoPro wird dann mit so einer Mountplatte hier reingeklickt. Die liegt natürlich auch noch hierbei und sitzt dann vorne an eurer Brust. Hier auch die Qualität gut bis mittelmäßig, je nachdem. Ich finde gerade die Gummis und die ganzen Nähte sind sehr gut verarbeitet, wenn man auch hier wieder zieht. Na, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schwarzen erkennen könnt. Ich halte es extra mal ins Licht. Aber das hält beim ersten Mal, dass es hier rausleitet, ist natürlich normal, ist dafür gedacht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Plastik. Dieser Bügel, der hier unten bei liegt, was kann man damit eigentlich anstellen? Erstmal gucken, ja, das Plastik scheint zu halten. Da biegt sich nichts, so wie beim Selfie-Stick eben. Aber ihr könnt das Ganze mit diesen Mountplatten, die hier beiliegen, zum Beispiel an den Helm kleben. Da sind so 3M-Klebepads bei. Bei einem Paintball-Game stelle ich mir das Ganze auch richtig cool vor, wenn ihr euch selbst filmt und so eine Paintball-Kugel an der Brille zerklatscht und das Ganze dann mit ganz vielen Frames aufgenommen und dann in Zeitlupe abgespielt. Auf jeden Fall ein sehr cooles Teil mit dem Bügel. Wollte ich schon immer mal haben. Dieses gute Teil finde ich auch sehr schön. Hatte ich in dieser Ausführung auch noch nicht. Da merkt man, dass auch die Werke in China langsam ein bisschen aufrüsten und ja, nochmal was Neueres bieten wollen. Das ist eine, ich nenne sie mal Lenkradhalterung. Ihr könnt natürlich jedes andere runde Objekt oder Rohr dazu nehmen, um das festzumachen. Ich schraube das Ganze hier auf. So. Dann kann man das öffnen und dann könnt ihr es auf euer Fahrradlenkrad montieren, zudrehen. Ja.
Und dann sitzt hier oben eure GoPro auch wiederum mit diesem Adapter, der gleich noch gezeigt wird. Das Coole hier ist, es wieder ein Kugelkopf. Ihr könnt dann die Kamera wirklich sehr gut in alle Positionen einstellen und neigen und dann auch festziehen. Bei der Xiaomi wiederum kann man das Ganze jetzt ohne Adapter nutzen, weil dieses Gewinde dran ist. Eine sehr coole Sache und ich denke mal, können gerade viele unter euch dann benutzen. Ich fahre nicht so viel Fahrrad im Moment, aber wenn ich es wieder mal machen würde, dann könnte man das wirklich verwenden. Hier sitzt natürlich ein Gummi, damit ihr auch nichts zerkratzt an eurem Bike. Auch ganz cool. Natürlich günstiges Plastik, das ist auch kein Metallkugelkopf. Und jetzt bleiben uns nur noch diese zwei Säckchen voller Kleinkram und wir fangen mit dem Transparenten an und ich schütte das mal hier aus. Wie viel ist das? Schaut mal. Diese weißen Pads werden beim Surfen benötigt, also ihr könnt euer Surfbrett nehmen und dann mit den 3M Klebepads, die hier beiliegen und natürlich schon vorgeschnitten sind, könnt ihr das Ganze an euer Board kleben. Zur Not habt ihr noch diese kleinen weißen Stöpsel hier, um zum Beispiel die Kamera extra nochmal zu sichern und passend zu diesen kleinen Stöpseln natürlich auch 3M Klebepads. Und dann habt ihr das Teil montiert an eurem Board, da sitzt die GoPro drauf und dann kommt eine kleine Schnur, die hier auch beiliegt, zusätzlich hier dran und einmal an die GoPro und falls das hier nicht hält und sich löst, dann hält quasi dieses kleine nochmal zur Sicherung die GoPro fest. Also eine sehr nette Idee. Das Ganze liegt doppelt bei, also wie ihr sehen könnt, hier auch nochmal weitere Platten und Klebepads und auch nochmal in schwarz das Ganze. Ich werde das jetzt nicht weiterhin zeigen. Wir haben jetzt noch weitere Mountplatten hier. Einige davon sind auch angerundet, könnt ihr zum Beispiel auf eurem Helm anbringen. Dazu passen diese Klebepads, hier steht aber kein 3M mehr drauf. Wahrscheinlich sind die Chinesen schon so weit, dass sie auch diese Form anbieten können, denn die Runden hier sind noch von 3M. Die habe ich ja eben gezeigt in Verbindung mit den anderen Halterungen fürs Surfbrett. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind das hier für weiße Teile? Und diese Teile sind mega geil. Bei der GoPro Hero 4 Session, bei der neuen, ist das auch beiliegend. Und zwar sind das, ja, Vibrationsschutz. Man kann das Ganze auch als Sicherung verwenden. So sieht das Ganze aus, wenn es montiert ist. Und es verhindert jetzt, dass diese Schnalle hier aufgeht, ja, denn wenn man die zusammendrückt, kann man die GoPro rausziehen und B, da vibriert nichts mehr, denn normalerweise, wenn man jetzt nur die Schnalle hat, dann wackelt das manchmal ganz leicht und das verhindert einfach diese Mikrowackler. Und wir machen weiter mit dem Säckchen, was hier noch übergeblieben ist und ich finde, das sind wirklich sehr viele Teile für das Geld, auch wenn die Qualität nicht bei allen so gut ist und man wirklich davon ausgehen kann, dass das ein oder andere irgendwann mal abbricht. Aber Leute, für das Geld, für 26,99 € vollkommen okay. Und wir machen das Säckchen auf jeden Fall cool, dass eins beiliegt. Und hier, schaut mal, wie viel da noch drin ist, Leute. Hier, das könnte, ich glaube, original bei GoPro wird man allein dafür schon 30-40 € bezahlen. Wir haben hier einen Schlüssel, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Den könnt ihr irgendwo anbinden an euren normalen Schlüssel als Schlüsselanhänger. Damit könnt ihr diese GoPro-Schrauben hier, nenne ich sie mal, festziehen, denn das geht manchmal auf die Finger. Packen wir mal zur Seite. Wir haben hier von den Schrauben 3, 4, 5, 6, 7 und dann natürlich bei den ganzen Teilen, die ich schon gezeigt habe, sind ja auch schon welche. Aber auf jeden Fall genug Nachschub, wenn ihr welche verliert. Die Qualität, ja, scheint okay zu sein, sind Metallschrauben. Das ist das Wichtigere daran, glaube ich. Ich tue sie auch mal auf den Boden. Hier sieht es auch schon aus, oh mein Gott. Dann haben wir natürlich hier diese Abstandshalter und Klickhalterung. Es sind welche dabei, die etwas höher sind. Ist bei einem Helm ganz cool, wenn ihr den direkt vorne angebracht habt. Dann könnt ihr die GoPro noch ein bisschen mehr neigen. Solch ein Teil hatte ich noch nie in den günstigen Sets beiliegen. Und zwar ist das Ganze hier schon mit einer Schraube fixiert. Also ist es gar nicht dafür gedacht, dass man es abmacht. Aber hier wieder diese Klickhalterung, die ihr überall dran machen könnt, wo ihr so eine Montageplatte dran geklebt habt. Und hier dann noch ein weiteres Gelenkstück. Und ihr könnt das Ganze noch erweitern, denn hier liegen noch weitere Gelenkstücke bei. Und ich habe es vorhin ja gesagt, dass dieses eine Armband ja ums Handgelenk gemacht werden kann oder auf den Helm. Geht natürlich auch, aber hier liegt noch mal ein extra Teil für den Helm bei. Das wird dann da so reingefriemelt und dann sitzt hier oben die GoPro drauf und kann dann oben auf dem Kopf filmen. Da müsst ihr aber aufpassen, denn wenn ihr eine GoPro an dem Helm habt, zum Beispiel beim Motorradfahren und stürzt, kann es passieren, dass durch die Kraft der GoPro, die ja dann zwischen Helm und Straße ist, der Helm gespalten wird und dann seine Schutzwirkung verliert. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Hier haben wir ein Tüchlein. Das ist so wie ein Mikrofasertuch zum Brille oder Objektivputzen. Diese Teile hier, ja,
Schaut sie euch an, da sind 12 insgesamt, 12 kleine Pads. Das sind Anti-Fog-Pads. Diese tut ihr dann in euer GoPro-Unterwassergehäuse und das verhindert dann ein Beschlagen, denn das ist natürlich oft so, wenn ihr dann aus dem kalten Wasser ans Warme kommt, dann habt ihr so wie eine beschlagene Brille auch ein beschlagenes Case und das verhindern diese Pads hier. Das Set ist gleich alle und hier haben wir nochmal so zwei Adapter, die ich vorhin gemeint habe. Die kommen auf diese Gewinde drauf. Auf GoPro habe ich ja erwähnt. Zu guter Letzt liegt noch ein Band bei. Dieses Band könnt ihr ums Handgelenk machen und dann zum Beispiel eure GoPro Remote, wenn ihr denn eine habt, an eurem Handgelenk befestigen und dann die Aufnahme von da aus starten. So viel dazu, wir sprechen uns jetzt nochmal ganz kurz beim Fazit wieder. Ich vergebe diesem Set 4 Punkte und zwar wegen der Preis-Leistung. Natürlich ist dieses Set teilweise schlecht verarbeitet. Es ist ein günstiges Plastik. Es kann auch schneller brechen, wenn ihr draufhalt, als hochwertigeres Plastik. Aber teilweise habe ich den Eindruck, dass viele Zubehörteile einfach im gleichen Werk hergestellt werden, wo auch teure hergestellt werden, wo dann einfach noch ein Logo draufkommt und den Preis noch höher antreibt. Also deswegen, es gibt einen Punkt Abzug wegen der Verarbeitung, aber die restlichen 4 Punkte, die zustande kommen, kommen natürlich vom Preis und von der Vielfalt, die hier einem geboten wird. Also als GoPro-Einsteiger ist es wirklich sehr cool. Hier ist fast alles abgedeckt, was man so braucht zum Film. Und wie gesagt, ich selbst benutze auch sowas Ähnliches und das auch schon seit 1,5 Jahren oder fast 2. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber es ist alles noch am Funktionieren. Natürlich gab es auch mal ein, zwei Teile, wo was abgebrochen ist. Aber vollkommen in Ordnung bei diesem Geld. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich habe da wirklich ein paar coole Produkte wieder am Start. Abonniert meinen Kanal und denkt an das Instagram-Gewinnspiel. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.